Meine Damen und Herren, hallo und herzlich willkommen hier zu einer weiteren Folge auf der Gemeinderade im LS19 am Sonntagmorgen, einen wunderschönen. Hier zusammen mit dem Philipp, der gerade am Häckseln war, sagen wir so, weil der Helfer schon wieder mal nicht so richtig wollte. So. Ja, und wer jetzt fragt, was jetzt da gerade verkauft wurde, und zwar haben wir uns dafür entschieden, den Cargo-Liner zu verkaufen und uns dafür ein wunderschönes... Nicht auf einer geraden Bahn, ja. Ein wunderschönes Kajüt. Immer noch, Schmuckstück. Krüger Agroliner. Oder ja. Schmuckstück, ein HW Silowagen zu kaufen mit 552.000 Liter. Oh, wo ist denn der Helfer hin? Junge, was? Oh Gott. Was macht er denn jetzt schon wieder? Du hast eine Aufgabe und die macht er wieder falsch. Ist das dein Ehrenschalter? Ach je, also ich sag's immer wieder auch, Pimsi auch, wir brauchen einen Mitspieler, den dritten. Es ist unmöglich. Wer das Glas DLC hat und Bock, Zeit. Leck. Ja. Digga, was ist jetzt gerade mit dem Alter? Ich kauf den mal. Also der Helfer, ne? Ich merke schon nicht, es sollte kommen vielleicht. Ja, der funktioniert nicht ganz so, wie er sollte. Oh Gott. Ne, den kann ich ja schon wieder mal komplett vergessen. Komm schon, ich geb schon Gas. Ja. Dann muss ich erstmal wieder hier Radio anmachen, Alter. Ein bisschen Beruhigung, Alter, das geht mal gar nicht. Eieieiei. Noch ein bisschen anderen Radiosender hier. Das hab ich. Torpede. Bin mal gespannt, in was er für eine Farbe ihn gekauft hat. Oh. Klim, also in Onst und kann was ich auch Teil? Die Farbe ONX heißt es, glaube ich, irgendwie so. Warte, gucken wir mal nach. Ach, ich habe die Tür offen. Warte. Jetzt hat. Warte mal so. Okay, dieses Standard. Ah, ONYX, oder? Jupp, genau, richtig. Ah, okay. Hä, was war jetzt gerade? Der hat einfach aufgehört, oder wie? Ja, ich habe ihn angesetzt, H gedrückt, wieder Verrückte. Er hat gesagt, nee, er ist fertig, obwohl noch das Dreiviertel. Ja, genau. Der hat nicht so wirklich. Nee, passt, versuch. Ich geb nicht, ich mach nicht langsam, ne? Also der Helfer. Oh ja, ist gewöhnungsbedürftig, sagen wir so. Er will wieder. Ja, geilo. Und wieder so ein komisches Eck, wo er nicht mag. Ich habe mal eine Idee, was wir einfach mal ausprobieren können. Und zwar lassen wir einfach den Helfer mal so fahren, wie er will. Und das, was er dann stehen lässt, machen wir einfach selber. Außer wenn es jetzt das halbe Feld ist, dann natürlich nicht. Ja, aber... Mir fehlt die Abdeckung. Ja. Okay, ich bin 96, 97, 98, 99, voll. Ach so, ich hab dich geschubst. Ich hab's gesehen. Hast du mich angeschubst? Ich glaub, nee. Mehr, du hättest gemerkt. Nee, dass ich jetzt geschoben hätte, hätte ich jetzt gar nicht gemerkt, aber kann natürlich gewesen sein. Boah, der hat eine Liftachse. Okay, ich sehe schon, wo jetzt der Anhänger immer dahinter sein wird. Na, dann fahren wir mal zum Silo. Hat auch schon gut gefüllt. Oh, ohne Liftachse ist aber
schwerer. Egal. Der kann aber mit mega viel, Alter. 152.000 Liter drin. Ich habe jetzt in dem hier 48.500 Platz. Also nochmal 3.500 Liter mehr. Ja, jetzt ist angenehm. Straße hier gerade wie ausgestorben. Ich hab kein einziges Auto, bis auf ich, der mit 53er Langbrett hat. Ich weiß nicht, was er hat, aber er wollte nicht umdrehen. Okay. Ich bin ins Ende gefahren und dann zack, auf. Das ist ja mal ganz was Neues vom Helfer, dass er nicht mitten im Feld umdrehen will. Ja. Ah, weggesprungen. So, wie sieht das hier aus? Okay. So. Aber meine Reifen sind ganz gut ein hier im Silo. Doch ein bisschen schwerer der Hänger, ne? Nee. Von beiden, vom Traktor und vom Anhänger, er ist jetzt nicht schwer, sondern wie, ja, sagen wir mal so. Der vordere Reifen war kurzzeitig zu drei Viertel mit Häckselgut überfüllt. Ah ja, kenn ich. Oh! 33 wow. Tonne darf ich aufladen. Bis jetzt habe ich 28 Tonnen drauf. Alter! Da habt ihr es voll live vor Kamera gesehen. Die Bremse überhaupt nicht. Erst im letzten Moment, Alter, hat mich voll weggeschossen. Man muss aber auch dazu sagen, ich war auf dem Rückwärtsgang gestanden, aber trotzdem, Alter. Und dann fährt er einfach weiter. Nee. Hat ein bisschen geschoben. Ein bisschen. Mich hat's wieder in die Hofeinfahrt reingeschossen. Das gibt eine Anzeige. Das gibt eine vierte Anzeige, Flo. Ja. So, ich bin wieder on the field. On the road. Ja, da bin ich jetzt nicht mehr, jetzt bin ich auf dem stubbeligen Maisocker. So, was seid ihr denn noch? Ah, da hinten, vorne. Da wo es blinkt. Ja, das sehe ich sogar. Ich bin voll. Okay. Ja, okay, 31,3 Tonnen habe ich jetzt. Ich habe jetzt im Leergewicht. Da schau, da ist die Liftachse, ich lasse gerade hoch und runter. Ah ja, okay. So, Herr Hexerfahrer, ich bin da, Sie können ganz entspannt weiterfahren. Und ohne Zwischenfälle, wohlgemerkt. Hoffentlich. Bremsen ging gut vom Anhänger. Muss er ja, der 52.000 Liter Platz. Das sind schon ein paar Tonnen. Genau, das sind 31,3. Ach ne, komm, Junge. Das ist von Tridem auf 33 Tonnen, glaube ich, oder sowas. Alter, hier verlässt er mal eine Maisreihe stehen. Ja, gut. Noch vor ihm. Wenn bloß eine ist, ist es noch okay. Ja. Ja, wenn mal das eine bleibt. Ah, das Ende ist in Sicht. Du hast 30% und ich bin schon am Hof. Aber ich hätte auch mal einen kleinen Johnny. Das heißt, der Klein, der ist groß. Wie viel hat er jetzt? 300, 250 PS, oder? 250, ja. Also 10 PS mehr als wie ich. Sind wir ein bisschen schneller als der Helfer? Bisschen, ja. Komischerweise. Ja, ich hab's auch gerade gemerkt, dachte mir, das schneiden wir jetzt nicht mehr auf Hinterradhöhe. Gleich mal auf 9. 9 ist aber dann wieder zu langsam, komischerweise. Ja. Muss halt immer ein bisschen variieren.
So, da vorne ist das Ende. Alter. Was macht der? Der fährt der ran. Hängt das Team weiter wie unser Alter. Ja. Ist mir gerade aufgefallen. Wie, das beschwängen geblieben oder was? Nee. Volle Möhre an der Kante. Ja, hängen geblieben schon. Voll. Ich fahr so oben. Ich glaube, wir sollten hier noch ein Vorgewelle machen, ne? Glaube ich. Ja. Zwischen Baum und Ding. Okay, ich muss den Helfer holen. Komm her. Böse, aus, nein, aus. Oh. Oh. Nein, 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 das kann aber nicht sein. Achso, bin wieder kurz da. Ich bin zwischen Baum und Kuhweide gefahren. Und zack, hinten mit dem Schutzblech. Ah, da ist er schon. Ich würde mal sagen, wir fahren einmal runter und einmal hoch. Oh, oh, sorry. Ah, gut. Was ist bei dir noch rein? Ich habe jetzt 72% drin, glaub schon. Ja, was ist so hochstück an der Zeit, Alter? Kennst du das nicht? Was soll es gewesen sein? Morsezeichen oder was? Nee, nein. Egal. Sollte man es kennen? Können nicht kennen. Alter. Ups. So, jetzt. Leichter doch. Schaden am Schneidwerk entstanden. Egal. Egal, das ist ja, warte mal noch ganz kurz. Boah. Was ist? Was hast du gemacht? Hast du einen Häcksler repariert oder was? Weg. Okay, wie viel Prozent? Also kann man ja nicht sehen. Nur 443 Euro, ich glaube, das war schon ein bisschen leicht kaputt. Ja, das war zu, also das war, glaube ich, zu 20, nein, 40% beschädigt. Also die Messer waren schon stumm. Du bist voll. Ja, ja, okay, 40% ist, 40% beschädigt ist ja noch nicht viel. Es hat gereicht, um im Hallo, wirst du nicht noch. Stimme nicht. Danke. Danke für nix, Weichte. Ja, weiß ich werde auch älter. Da reagiert das Gehirn auch immer so schnell. Ja, genau. Also ich bin da, wo bleibst du jetzt? Ah, da kämpft man. Den dünnen Streifen sollen wir den auch gleich mitnehmen, oder? Ja, können wir gleich machen. Das müssten auch die 10 km/h wieder schaffen. Ich fahre jetzt momentan 10, ja. Ja, jetzt laufen die hier noch wieder schöner. Warte, die Liftachse könnte ich eigentlich hoch tun. Yes. Ja, sie läuft halt, sie läuft trotzdem mit. Das war, liegt daran, dass ich unterm Fahren bin. Die ah, okay, sie wird langsamer. Aus. Ja. Also schwingt sie doch nicht mit, also... Ja, also sie hat eine realistische Funktion. Stehen. Sie bleibt stehen, geil. Auf ihn nun die, auf ihn nun die, auf ihn nun die. Oh Junge. Könnte ich jetzt schon einlenken, ganz scharf einlenken, scharf einlenken.
Hallo. Ohne bin ich wendiger. So, Wechsel überholt. Nicht ganz. Ha. Scheiße, doch nicht. Bin mit 41 am Ende. Da hat der Johnny doch bessere Leistung. Okay. Ja, der Alter. Hallo. Junge. Ey. Fällt mir mitten rein. Nee, nee, nee. Ich stand da schon vorher. Nein. Natürlich. Und da vorne hättest du ganz einigen können. Jetzt kannst du mir einen Helfer überlassen. Mach das, er macht's. Da ist mein Fett. Ist gerade rückwärts gerollt. Egal. So. Diesmal gucken wir genau, ob ein Auto kommt. Ne, sieht gut aus. Das, der muss. Hallo? Junge! Diesmal gucken wir genau, ob ein Auto kommt. Sag ich dir. Ja, ich hatte Vorfahrt. Da kam da einfach von der Seite, Alter. Ich war schon drei Viertel in der Straße drin und der denkt sich, nee, da komme ich noch vorbei. Weil wenn ich gebremst hätte, würde ich jetzt im Baum stecken. Nee, KI-Verkehr kann man nicht bekommen, leider. Ja, würde. Alter, das wäre wirklich geil, wenn es im 21 oder irgendeine Mod geben würde, um den KI-Verkehr wegzuhauen, Alter. Ja. Ach, da sind wir wieder unter unserem altbekannten Hof. Ich habe 60%. Okay. Dann laden wir mal hier. Rum um die Kurven hier. So, und dieser Einfall gucken wir jetzt genau und bremsen noch ab. Kommt das? Nee. Nee. Ja, einer kommt, aber der ist noch weit genug entfernt. Ha, diesmal habt ihr mich nicht weggeschossen. Der Helfer ist durchgefahren. Bei der einen Stelle. Wow. Applaus für den Helfer, Alter. Wahrscheinlich haben wir jetzt wieder einen guten erwischt. Hoffentlich. Ich glaube wirklich, so von 100% sind so 70% komplette Dumpfbacken und der Rest relativ schlauere. Ja, so eine Handvoll ist gut, sind gute dabei. Ja. Der ist weiter unten, viel, viel weiter unten. Der hätte einfach gerade weiterfahren können. Egal. Ah, das ist halt so. Oh, du bist schon voll. Ja. Hab ich mich nicht gesehen. Oh, hier geht's runter. Was war? War ein Graben oder was? Nein, also ich wollte jetzt einfach nicht über den kleinen Weg da fahren, sondern einfach schnell von Feld auf Straße rüber, ne? Ja. Und da hat man auf einmal einen riesen Graben und ich schieße mit 50 runter. Ja, gut. Keine gute Idee. Nee, nicht so wirklich, glaube ich. Also bis jetzt bin ich erst einmal hängen geblieben. Wieder. Ja. Und das war wahrscheinlich vor bei unserer Hofeinfahrt, oder? Nee. Zwischen Kuhstall und Baum, habe ich vorhin erzählt. Ja, stimmt da. Boah. Boah. Jetzt geht's aber richtig bergauf und jetzt kommt er einfach fast nicht hoch. Kackt ab, das Johnny, oder was? Nein, aber
Er muss kämpfen. Ich hänge an der Wand. Komm nicht weg. Ich komm nicht mehr weg. Dann macht der Helfer. Ich bin weg. Hallo? Nein, da ging gerade auf einen Schlag voll im Möhrerberg auf. Und ich bin drauf geschossen, mit Fuchs. Er dreht. Schau mal. Vorbildlich, Junge, vorbildlich. Wo ist er jetzt am Ende? Ja, ganz unten. Oh, der fährt rückwärts. Warte. Okay, ich weiß, ich muss jetzt ein bisschen... schon wieder dieser blöde Fehler. So. Da kann ich noch ein bisschen Zeit lassen, ich habe ja 47%. Bin aber schon unterwegs. Wieder am zum Feld. Ja, ist auch gut, weil es fühlt sich schneller als ich dachte. Wie weit kommst du noch? Ich habe jetzt 63 drin. Ich würde sagen, bis zur Hälfte komme ich locker noch. Also bis da, wo die Bäume angehen. Ja, bis zum Grasstreifen komme ich auf jeden Fall. Ich habe jetzt 74% drin, das geht. Also unsere Traktoren und Häcksler und Anhänger haben nach dieser Häckselaktion wirklich eine gründliche Reparatur und Wäsche verdient, Alter. Ja, dafür, dass wir schon zwei Hänger getauscht haben. Ja gut, ne? Ja, verkauft und gekauft haben wir ja nur einen. Ne, zwei. Gekauft und einen verkauft. 99. Ich bin voll. Fahr schon wieder weg, bevor... Du bist schon wieder weggefahren, bevor du ganz weg warst. Ich bin weg. Ist am Baum hängen geblieben? Nein, da waren nur schon wieder solche komischen Betonpfeiler am Boden geflaggt, gleich wie bei unserem Hof liegen. So. Ja, das ist dann irgendwie ein bisschen blöd. Darf ich eigentlich mal die nächste Folge anmoderieren? Kannst du gerne machen. Wir proben es vorher mal und dann gucke ich mir, wie es sich anhört. Wenn es sich gut anhört, kann ich das machen. Boah, geil, ich darf irgendwo da rein. Oh, leck. Mit in der Kurve. Eieiei. Aber ist gut gegangen. Zum Glück. Gerade noch mal durch, ob bei uns irgendwas kaputt ist bei den Fahrzeugen. Nee, ich bin noch. Das sieht man ja am Schraubenschlüssel. Ja, und drüber steht noch eine Anzeige. Ja, und bei dieser wenigen Stundenzahl, wann wir drauf haben. Bei deinem Johnny dürfte eigentlich noch ganz kaputt sein, der hat ja noch nicht mal eine Stunde drauf, oder? Doch, ich habe eine Stunde fünf drauf sogar schon. Ach so? Ja. Okay, ist jetzt dann drei Folgen alt, oder? Ja, drei Folgen. Ja, drei Folgen ist er alt. So. Wirklich einen guten erwischt, der dreht sogar hier oben um. Zwar nicht sehr realistisch, aber er dreht um. Ja. So, liebe Leute, wie der Philipp aber dann morgen in der morgigen Folge anmoderiert, das seht ihr morgen. Wir sind auch schon wieder fertig. Wie immer, wenn es euch gefallen hat, gerne den Daumen nach oben da lassen, kostenlos. Aber wir werden natürlich sehr nett, würde uns sehr freuen. Und ansonsten sehen wir uns dann am Mittwoch zu einer weiteren Folge hier auf der Gemeinderade im Multiplayer im LS19. Und bis dahin, Leute, haut rein und ciao, ciao. Ciao.
ain't no stopping us. Fly without boarding pass. Couldn't catch me, I'll be moving fast.